So, moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS17 auf der Map Gemeinderade. Und mit dabei ist weiterhin der Onikus. Hallo Oni, ne? Hallöchen. So, wie gerade eben schon angesprochen, was haben wir gerade eben angesprochen? Ich weiß es auch nicht mehr. Du hast irgendwas von Befruchten erzählt. Natürlich war ich es jetzt. Natürlich. Nee, du sagtest gerade, du musst wohl gleich losfahren zum Saatgut holen, ne? Das ist Ja. dir. Aber echt, jetzt schon? Die Nee, Karre war doch voll jetzt gewesen. gleich nicht. Ich habe noch 45%, aber für den Na, ich Fall der hoffe mal nicht, Fälle. dass du dir da irgendwas abzwackst und das mit einer Amerika nimmst Nein, oder nein. so. Nein, nein. Nee, nee, nee. Ach, Also. es ging, genau, es ging ums Pflügen und Kartoffeln ernten und so. Und da hattest Ja. du erwähnt, dass du es Ernten lieber machst, weil man halt danach Geld kriegt. Ja, genau, danach ist halt gleich der Ertrag da, ne? Und nicht Genau. erst noch irgendwelche anderen Schritte und hier und da. Deswegen Ich meine, bin für. ich da so ein Freund von halt. Also ich finde das Ernten toll. Ich habe ja auch hier auf der Karte, bin ich ja auch immer sehr aktiv, was die Nachbarschaftshilfe angeht, mehr oder weniger, ne? Ich bin ja, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, wie ich hier in dieser Gegend angefangen habe mit der ganzen Landwirtschaft. Das ist ja der Hof, den ich hier habe, den habe ich hier von meinem Schwiegervater übernommen. Der hat ja aufgehalten. Und das Problem war ja hier auch, dass er jetzt nicht gestern erst aufgehalten hat mit einem riesigen Maschinenpark oder so, sondern der hat ja schon ein bisschen länger aufgehört oder schon seit längerem aufgehört. Und hier waren ja keinerlei Maschinen, als ich hierher gekommen bin. Das heißt, ich musste erstmal ein bisschen bei den Nachbarn fragen, ob die Unterstützung brauchen, die dann halt unterstützen bei den einzelnen. Bei den einzelnen Feldmissionen, sei es jetzt abernten oder pflügen oder, um da dann halt ein bisschen Geld zu erwirtschaften, ne? Dass ich jetzt das, was wir jetzt momentan haben, das, was wir jetzt momentan benutzen, das ist ja alles quasi das sind meine Geräte, die ich auch erarbeitet habe. Ne? Klar, ein bisschen Geld von der Bank gab es noch dazu, aber jetzt nicht volle Kanne. Ne? Ja. Das ist jetzt nicht so, dass mein Hof der Bank gehört oder so. Das ist Okay, nicht der Fall. das dachte ich gerade schon. Das wäre natürlich schlimm, Was, wenn du wenn gar du nichts Eigenes hättest, wenn alles der Bank gehören würde. ja Das oder als wäre. ausgeliehen vom Maschinenhändler, das wäre auch Ja, nicht so toll. das stimmt. Nee, nee, das ist, da habe ich schon sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, dass es so nach und nach alles. Also anfangs habe ich auch Sachen ausgeliehen, weil anfangs es macht sich einfach besser. Aber jetzt mittlerweile brauche ich das nicht mehr, habe ich das nicht mehr nötig. Ich habe auch noch ein bisschen Kleingeld auf der Seite. Für so Eventualitäten. Wir haben ja vorhin geguckt nach einem neuen Mäh oder nach einem Mähwerk überhaupt. Ich habe ja noch kein Mähwerk, weil ich möchte gerne. Hast du schon mal mit Silageballen gearbeitet? Nein, mit Ball noch gar nicht. Noch gar nicht mit Also Ballen? mit Auch noch nie? Silageball nicht, nee. Okay. Silageballen sind eigentlich eine super Sache, um ja kurzfristig und schnell Geld zu machen. Weil sobald du Gras gemäht hast und das dann halt presst zu einem Ballen und den in Folie einwickelst, kannst du den schon bei der BGA abgeben und also bei der Biogasanlage und die geben dir dann das Geld dafür, als wenn du halt Silage einfüllen würdest. Ah, Das super. ist ja und dann warten die halt, bis der komplett durchgegärt ist und werfen ihn dann in die Anlage, sobald es soweit ist. Das ist Ja, ganz angenehm. das hört sich Es gut an. geht deutlich schneller als über die andere Methode, wo man das Fahrsilo erstmal voll machen muss und so weiter und so fort. Ja, natürlich, natürlich. Was mir gerade einfällt, wo du eben gesagt hattest, erntest gerne, weil es sofort Geld gibt, ne? Ja. Das ist ja für mich jetzt sowieso erstmal hinfällig, bei mir ist ja jetzt egal, was ich hier mache, ich kriege ja sowieso kein Geld von dir. Nee, das stimmt, ja. Also, Du ne? kriegst kein Geld von mir, das Nee, ist richtig, ja. das war nur mal hier so die, ne? Die Umstände geklärt hätten, was du für ein Ausbeuter bist. Ja, das stimmt allerdings. Hat Chris auch gestern festgestellt, dass er ja dafür gar nichts bekommt, was er hier Ja, tut. das ist. Aber gut, das ist dann halt einfach mal so, ne? Ja, Das das ist. ist. Ich. Dafür kann ich gerade jetzt Urlaub machen. Ja, genau, dafür kannst du. Ach so, die Pension musst du selber bezahlen. Bitte was? Bitte was? Wie Pension? Ich dachte, ich kann bei dir auf dem Hof wohnen. Und dir Ja. deine Eier wegessen und die Kartoffeln und die Wolle klauen für meine Frau, dass sie was zu tun hat wieder. Ich weiß nicht, ich glaube, wir müssen mal gucken, ob wir in der Garage noch irgendwo ein bisschen Platz haben. Bitte. Also ich glaube, ich schaue gleich mal nach, wann der nächste Zug wieder fährt. Achso, hier in der Gemeinde Rade fährt heute kein Zug Ach mehr und auch kein verdammt. Bus. Das Ach, ist natürlich verdammt. schlecht.
Und Sprit haben wir auch keinen mehr, dass du mit dem Trecker wegfahren könntest. Ich sehe es gerade, meiner ist jetzt auch schon rot, 29 Liter nur noch. Damit komme ich nicht so weit. Nee, aber natürlich, wenn du dann irgendwann mal Hilfe brauchst in Amerika, dann komme ich natürlich gerne vorbei. Ja, Also das wäre natürlich super. so handhabe ich das ja auch mit Chris und Matze, die wohnen ja hier auch nebenan direkt. Die sind ja auch hier in der Gegend gerade unterwegs. Und die werde ich dann demnächst auch mal wieder unterstützen und dem ein bisschen, ja, ein bisschen dabei helfen. Ich durfte die ja schon einmal unterstützen. Das war ganz nett gewesen. Da bin ich zwar fast nur unterwegs gewesen mit dem Trecker, also habe irgendwie Sachen von A nach B gefahren, aber das war auch ganz gut. Ja, es war War was ganz anderes, nice. ne? Ja, also ja. Ist so, wenn man sich nicht um alles kümmern muss, sondern einfach nur und kriegt gesagt, hier, mach mal Ja, das und ist dann schön, ne? blub. Ja. Braucht man selber nicht mehr nachdenken, einfach nur machen. Ist mal ganz entspannt. Das passt auch gut, ne? Also ich kann schon verstehen, dass dir das sehr, sehr gut gefällt. Ich ahne, warum. Möchtest du häufiger hier arbeiten, Muni? Kann das sein? Ach, also ich guck mal, wie sich das jetzt so über die Tage entwickelt, wo ich hier bin, und dann Entscheidest du denn danach, ne? genau, da werde ich mal schauen, ob ich jemals noch irgendwas von dir hören möchte. Ja. Ob du irgendwann noch mal so eine Einladung von mir folgen würdest. Ja, genau. Nee, aber ich kann das verstehen. Also, ich weiß natürlich, dass ihr immer alle gerne herkommt. Das kann ich verstehen. Schau mir gerade mal, lass mir so eine schöne, beziehungsweise mein GPS hat ja auch so eine schöne Karte, die ich mir Ja. aufrufen kann, von der Umgebung. Mal schaue ich gerade erstmal, sieht schon nicht. Also als sehr groß eigentlich, ne? Ja, tatsächlich. Ich habe auch vorhin noch mal geschaut. Also jetzt, wo so ein bisschen Geld reinkommt, bin ich natürlich auch daran interessiert, meine Flächen zu erweitern, ne? Und dadurch, dass ich jetzt auch tatkräftige Unterstützung immer mal wieder bekomme, schaffe ich jetzt ja momentan auch mehr als vorher zum Beispiel. Ja, na Also, klar. ne? Und da kann man dann ja mal überlegen, wie sieht es eigentlich mit den nächsten Feldern aus? Aber dadurch, dass die halt so groß sind, wollen natürlich die derzeitigen Besitzer auch ganz schön viel Geld dafür haben. Ja, natürlich. Na, also da muss ich noch mal ein bisschen in die Verhandlungen gehen mit den Einzelnen, beziehungsweise mal schauen, ob ich da über den Bürgermeister aus der Gemeinde Rade nicht irgendwas geklärt bekomme. Dass der vielleicht da so ein bisschen, ja, Unterstützung halt mitgibt, ne? Ich denke mal, das Feld 10 wäre relativ günstig oder Feld 30. Die sind Na, aber. Ja. die kosten alle über 100.000. Oh, doch schon. Okay. Na, ich glaube, das kleinste kostet über 100.000 schon Oh. alleine. Sieht gar Welches nicht ist so in Feld billig aus. 10? Ich gucke gerade Oder mal. beim Recyclinghof. Ja, das kostet auch irgendwie 150.000 oder so, habe ich Oha. letztes Mal raufgeguckt. Das ist ja auch Wahnsinn. Ja, die wissen schon, was ihr Land kostet. Die Ja. meisten, die meisten Besitzer, das sind auch Großgrundbesitzer, ne? Und die sind hier ja kaum, ne? Die leben alle hier in Hamburg, Blankenese, weißt du? Das sind so richtig die Bonzen. Und die lassen halt solche kleinen Landwirte wie uns quasi die Arbeiten machen. Und dann werden wir abgespeist mit so einem kleinen Hungerlohn, weißt du? Aber gut, was willst du machen? Da Ja, steckst du nicht drin, nee, ne? das stimmt. Das haben die alles mal geerbt, das ganze Land und so. Und die sind schon seit Jahrtausenden in Familienbesitzen, ne? Ja, dann Und kannst dann du da nicht sagen mehr die viel dann. machen. Ja, und wenn du dann tatsächlich da mal rangehst und sagst, hier, ich möchte das kaufen, dann sagen die natürlich, ja, dann mach mal dein Portemonnaie auf, aber so richtig. Lass mal reingucken, was da drin ist. Und Natürlich, wenn du ja. mit zwei Motten rausfliegen, dann brauchst du da nicht weitergucken, ne? Nee, das stimmt. Ja. Aber ich habe auch gesehen, das Feld 29, auf dem ich bin gerade, das ist ja sogar noch eines der kleinsten. Ja, Ist sogar noch das kann relativ gut sein. klein gegenüber manchen anderen. Da ist das echt schon sehr extrem. Ja, Und ich ja, dachte, ja. wir hätten in Amerika schon große Felder, aber da ist das ja noch nicht so extrem. Ja, in Amerika ist ja alles günstig, ne? Da liegen ja auch die Goldnuggets auf der Straße rum, habe Ja, ich das gehört. stimmt, ja. Da habe ich auch schon einige gesammelt. Ja, hast du schon? Ja, also ich glaube, ich habe so 100 Stück gefunden. Ja, okay. Ich hab schon gehört, einige sind dadurch Millionär geworden, dass sie Ja, einfach die Goldnuggets genau. auf Ja. der Straße wegsammeln. Ja, kam Naja. so ein alter Mann kam dann an hier mit so, ne, so einem Strohhalm. Also so, nicht so ein künstlicher Strohhalm, sondern so ein richtiger Strohhalm im Mund, ne, so ein Farmerhut Ja. auf. Er sagte dann so: Junge, was hast denn du da?
Ach, tatsächlich mit so einem ostdeutschen Dialekt? Ja, es war ein gebürtiger Sachse. Das, es sind mehrere aus Deutschland in Amerika. Ah, Und okay. hat dann gesagt, schau mal her. Ja, und hat dann gesagt, dass ich da echt schon eine große Menge Gold gefunden habe ja. und er mir dafür 1 Million Euro geben würde. Das ist ja nett von ihm. Auf jeden Ja. Fall habe ich auch sofort angenommen und habe mir erstmal ein paar neue Maschinen gekauft, also ein bisschen größeren Drescher und so und Ja. ja, das. Ja, ich habe das schon häufig gehört, dass in Amerika das Geld auf der Straße liegt. Ja, auf jeden Fall. Aber ganz ehrlich, bevor ich nach Amerika gehe, mache ich lieber hier den Hof von meinem Schwiegervater anständig. Das ist noch richtige Arbeit, weißt du? Ja, das stimmt. Vor allem ist das ja auch, dann bleibst du in der Familie Ja, genau. und alle sind zufrieden. Das geht ja dann. Aber ich denke, ich werde jetzt noch eine Reihe fahren und dann muss ich wahrscheinlich schon langsam das Saatgut auffüllen. Kann gut sein, ja. Dass das halt so ein bisschen, ja, das geht recht schnell immer raus, ne? Muss man gucken, wenn da keine Big Packs mehr beim Händler stehen. Muss man Bescheid sagen, dann order ich noch schnell welche online. Die werden dann eigentlich, ist ja Gott sei Dank alles hier Prime und wird sofort geliefert. Ah, das ist natürlich praktisch. Ja gut, Ja. wenn man sie beim Händler auch direkt abholt, ne? Dann geht Ja, das ja. genau. Meistens hat er auch welche auf Lager, die stellt er dann einfach nur raus und dann kann man sich daran wieder bedienen. Das ist natürlich Ja. super. Ja. Ja, ich habe gehört, ich soll bald noch eine Anlage bekommen. Die habe ich geordert. Damit kann ich dann später selber mein Saatgut produzieren. Wobei, bevor das losgeht, muss ich auch mit Tieren anfangen, weil ich Gülle und Mist brauche dafür. Da gibt es nämlich so ein ganz neues Verfahren, wo man sich dann quasi selber Dünger herstellt und später dann mit Getreide zusammen und dem Dünger kann man dann sich seine eigenen Setzlinge ziehen und so weiter und so fort. Das ist A, kriegt man dann dadurch qualitativ hochwertige Saat und B, kann ich halt meine Saat und Dünger selber herstellen aus Sachen, die ich halt auf dem Hof habe, ne? Das ist natürlich dann die Betriebskosten, ne, um einiges nach unten reduziert. Ja, Wobei ich muss natürlich. noch gucken, was die Maschine kostet. Die wird ja natürlich auch ein paar Euronen kosten. Ja. Die kriegt man ja nicht so umsonst. Nee, das stimmt. Nee, ich habe, also das kann ich mir für mich auch vorstellen, allerdings ist das wahrscheinlich bei mir ein bisschen schwierig, weil ich nicht unbedingt noch so viel Platz habe, wo ich irgendwas hinstellen möchte. Was? Ihr habt doch in Amerika die unendlichen Weiten. Ja, aber ich möchte meinen Hof auch sehr, sehr frei haben. Also Ja. ich möchte da nicht so viel drauf rumstehen haben. Stimmt, ich habe gehört, du bist nicht so geschickt im Fahren, ne? Das Ja, heißt, doch, das schon, aber. dass irgendwann mal irgendwo hängen bleibst oder so, ne? Nee, ich habe mir da jetzt. Das war so ein spezielles Angebot von einer Saatgutfirma bei uns. Ja. Die haben mir vorgeschlagen, da ich schon sehr viele Big Bags gekauft habe und naja, da hatte ich da mal einen Helfer, der kam nicht ganz so gut klar damit, die zu fahren. Dann haben sie mir einen kleinen Brief geschrieben und haben mir angeboten, dass sie mir doch direkt fest einen Saatguttank installieren können, der dann Ja, okay. über Rohrleitungen direkt immer mit der Produktion verbunden ist und immer automatisch aufgefüllt wird, an denen ich dann direkt Saatgut tanken kann. Also quasi eine Pipeline zur Saatgutproduktion. Genau. So wie ein Ölscheich seine Pipeline aus seiner Ölquelle direkt in die Industrienation hat. Genau, so in etwa, ja. Und dann Das ist ist ja bei mir ein krass. großer Tank und da wird Ja. alles gespeichert. Kostet natürlich etwas mehr, als wenn ich jetzt Big Bags holen würde. Allerdings habe ich damit natürlich auch deutlich weniger Arbeit und wie wir alle wissen, Zeit ist Geld, ne? Ja, und vor allen Dingen, es ist ja auch klar, dass es mehr Geld kostet, weil der Betreiber ja Ja, durch so natürlich. eine Pipeline enorme Kosten Ja, hat, ne? aber das ist, es ist im Rahmen, sage ich mal. Man Ja, kann es sich okay. leisten und das geht dann. So habe ich auch mehr Stellfläche. Bevor jetzt die Big Bags standen, kann ich dann, beziehungsweise ein paar habe ich noch da, aber wenn die dann leer sind, dann kann ich mir da noch irgendwas anderes hinstellen. Ja. Bist du schon unterwegs zum Händler? Ja. Also ich sehe ja anhand des der App, wer wo momentan ist. Und ich wundere mich gerade, weil du 7% noch drin hast und schon auf dem Weg zum Händler bist. Was Ja, ist denn da damit hätte ich los? jetzt wahrscheinlich keine zwei Reihen mehr geschafft.
Ach so, hast du gesagt, okay, du fährst erstmal schnell, fährst nochmal auffüllen, bevor du dann. Ach so, okay, ja klar. Kann man natürlich machen. Ist ja, denke ich, nicht so. 7% ist ja auch nicht mehr sehr viel. Naja, sind schon ein paar Körner, ne? Ja, Aber das ich kann das stimmt. verstehen, die ganze Zeit auf dem Feld rauf runterfahren ist natürlich. Auf Dauer auch ein bisschen eintönig, ne? So, ich bräuchte mal bitte. Du brauchst ein neues Big Pack? Ja, genau. Okay, ich bestell dir mal eins und dann müsste das da gleich. Ich bestell dir mal zwei. Ja. Also ich habe jetzt 73%, also eins sollte auf jeden Fall reichen. Ja, ich habe dir mal zwei hinstellen lassen. Okay. Oh, da sind sie. Die haben sie natürlich nicht neben mich gestellt, wo das alte stand, sondern ein Stück weiter vorne. Natürlich. Aber. Klar, was hast du denn gedacht? Ja, ich Wäre ja auch dachte. langweilig, wenn man das, wenn man es direkt neben dich gestellt hätte. Ja, ich dachte, sie würden es direkt, aber naja. Dann fahre ich halt selber noch ein Stück, das ist ja in Ordnung. Ja, das kriegst du hin. Denke auch. Und wir verabschieden uns auch wieder für heute, weil wir nämlich schon wieder fertig sind mit unserer Folge. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns morgen bei einer weiteren Folge wieder. Bis dahin, bye bye. Tschüss.